Die Truhe dort oben ist nicht zu erreichen. Jedenfalls noch nicht, Leute. Und was sich dort befindet, ist noch trauriger, denn dort befinden sich nur Rubine drin. Ha! Ich habe mich schlau gemacht, also willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Episode von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Und wir sind komplett mit dem Dungeon durch, außer dieser einen Truhe, die noch fehlt. Und dort gelangen wir tatsächlich nicht hin. Ich habe mich schlau gemacht. Ich habe sogar selber nachgeforscht. Es befindet sich dort oben rechts ein Gitter. Was, das sieht man jetzt gerade nicht so gut. Aber es leuchtet da ab und zu oder kommt ab und zu zum Vorschein. Das sieht man... Ja, okay, sieht man gerade nicht. Aber ab und zu kann man das sehen. Vor allen Dingen von der Seite kann man das sehen. Und da muss man sich später mit dem Enterhaken dran ziehen. Und was man dann vorfindet, sind 50 Rubine. Ja, der Komplettierung halber werde ich das wahrscheinlich trotzdem machen. Aber irgendwie traurig, dass man hier in dem Dungeon nicht weiterkommt. Beziehungsweise nicht an eine Truhe rankommt, ehe man nicht vorher den Enterhaken hat. Ich weiß warum, aber ich finde sowas gerade nicht so schön. Eigentlich sogar teilweise sehr ärgerlich. So. Was wollt ihr eigentlich überhaupt, ihr komischen Bogenschützen? Mann. Ich geh Nervensägen. Die haben ja auch noch Leben abgezogen. Schlimmer geht's nicht mehr. So, hau rein, ab in die Lava. Rest in Peace, Mann. Oh, ich muss aufpassen. Die haben Feuerpfeile. Wenn ich Pech habe, brennen die mir nämlich tatsächlich mein Schild. Und das wollen wir ja nicht. So, wait. Mehr gibt's hier nicht? Das ist einfach nur, dass sie aufschießen? Tatsache. Ja, und dann sind... Oh. Wie viele von denen sind das? Das ist eine Menge. Wait, ich kann nicht im Rennen aufladen, ja? Was haltet ihr jetzt davon? Von meinem Wirbelangriff. Und noch ein? Gerne doch. Zack. Wollen die Video auch noch schwarz anlaufen, ne, wenn man die trifft. So, wie gesagt, ich habe ja schon die Vermutung gehabt, man braucht in diesem Dungeon nicht den Bohrschlüssel. Stattdessen hat man halt die Fragmente. Diese Fragmentschlüssel. Und dann geht's wohl auf zum Oberhaupt der Goronen. Na, ist das der Schlüssel? Yep, das ist der Schlüssel. Eieieiei. Wir werden wahrscheinlich Pfeil und Bogen benötigen. Und bestimmt auch unsere Stiefel. Das heißt also, Pfeil und Bogen ist ausgerüstet, Stiefel sind ausgerüstet. Auf zum Bosskampf. Ich frage mich echt, was uns hier jetzt gerade erwarten wird. Oh oh. Oh nein. Ich erinnere mich ganz dunkel an etwas hier in dem Dungeon. Ey yo, ich bin hierher gekommen, um dich zu befreien. Was sagst du dazu? Ja? Er hat eine Maske auf. Oh, die leuchtet jetzt sogar auf. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Flammende Bestie Flammatron. Oh Gott. Wie gesagt, nicht gut. Ich habe aber eine Vermutung, was wir machen müssen. Mit Pfeil und Bogen auf ihm abgeschießen. I knew it. Oh, jetzt ist er sogar blind. Das bedeutet was? Ich habe keine Ahnung. Sondern das bedeutet, dass er jetzt da so rumgetrampelt ist. Das muss ja irgendwas bedeuten. Ey, Flammatron! Whoop. Ah, shit. Nochmal, okay. Ja, oder das bedeutet einfach nur, dass er sich schützt und wir ihn jetzt eine Weile lang nicht treffen können. Das ist auch eine Option. Ja, ich glaube, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Ah, wartet mal. Okay. Ist okay. Wait, nein. Ich habe eine Vermutung, was wir tun müssen. Nein, ah! Irgendwas mit den Dingen tun. Greifen. Ah, und ihn wegziehen. Ich wusste es doch. Ich meine, er läuft ja nicht umsonst da so rum. So, Stiefel raus. Und los, auf die Maske. Bam, bam, bam.
Bam! Fun and Interactive. So gefällt mir ein Bosskampf. Zelda halt. Es macht wieder noch Meramon und rastet komplett aus. Wir müssen halt nur noch treffen, ne? Na, dreh ich mal zu uns, Bro. Perfekt. So, und am besten greifen, bevor er sich in Bewegung setzt. Stiefel an und runter auf die Knie. Zack. Ich bin hier der Boss. Stiefel raus. Und jetzt zacki, zacki. 1, 2, 3, 4. Combo Bombo. Wie gesagt, ich mag immer dieses... Ich mag in Twilight Princess bei den Bosskämpfen immer dieses Wechselspiel, ja? Von der Musik. Dass wir jetzt zum Beispiel von diesem dramatischen, wenn wir den Gegner oder auf den Gegner anstürmen müssen, auf das Actionreiche rübergeht. Das ist... Ich finde das super. Oh, shit. Noch ein letztes Mal runter mit dir. Seht ihr das? Das meine ich. Jetzt kommt diese Siegermusik, so nenne ich sie mal. Und 1, 2, 3, 4. Das müsste so jetzt gewesen sein, oder? Flammatron. Willst du mir jetzt etwas sagen, dass du uns noch etwas entgegensetzen kannst? Es hört sich nicht danach an. Lass den Oberhaupt der Goronen los. Du elende Maske. Geht doch. Plus ein neues Herzteil. So seid ihr, neuer Herzcontainer. Und das müsste doch jetzt ein neuer Schattenkristall sein. Oh. Mysteriös und komplex. Hehe, gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König der Schatten. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nichts, dass ich ihr etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du auch noch, oder? Naja, den letzten muss ich natürlich noch finden. Und das ist, glaube ich, das Oberhaupt der Goronen. Kann das sein? So, ich gönne mir natürlich jetzt erstmal den Herzcontainer. Damit sind wir jetzt bei insgesamt 6. Und kann ich mit ihm reden? Ich werde natürlich noch mit ihm reden, wenn es geht. Oh, sieht echt stark aus. Oh, was? Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Mein Kopf tut so weh, ich kann mich an gar nichts erinnern. Vielleicht müssen wir uns jetzt einfach noch rausporten. Willst du wirklich weg von hier? Du hast sicher, oder du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Yep. Was heißt denn weg von hier? Wo können wir uns jetzt hinporten? Das ist jetzt hier die goldene Frage. Aber wir haben den zweiten Dungeon erfolgreich abgeschlossen. Ich bin stolz auf meine Leistung. Ich bin zufrieden. Ich bin froh. So muss das sein. Spiel speichern. Gerne doch. So. Haben wir jetzt damit nicht sogar dem Lichtgeist wieder einen Gefallen getan? Wahrscheinlich schon. Kakariko sind wir jetzt sogar. Ja, beim Lichtgeist. Tatsächlich. Auserwählter Regi. Das Land im Norden jenseits der großen Steinbrücke wird vom Lichtgeist Ranel behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Also, meine beiden Freundinnen. Und ey, was geht ab? Geht's euch wieder besser? Regi! Hey, was ist los? Was ist mit Ilia? Ich werde sie retten. Du musst Ilira retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilia und dich vor Augen hatte, Regi. Und jetzt
Jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Natürlich bist du das. Du erinnerst dich doch noch an, was du damals in Ordok gesagt habe, oder? Oder was ich damals in Ordok gesagt habe. Ich möchte einmal so werden wie du, Regi. Ja? Mach dir um mich jetzt keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilia retten. Sei beruhigt. Ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Immer wieder gerne, Priester. Ja, süß. Aber das dicke Kind da hinten macht nicht mit. Was ist da los? So, mir wurde aber berichtet, dass ich jetzt hier in Kagariko ein Schild besorgen kann. Das finde ich natürlich spitze. Und ich kann hier, glaube ich, wieder Bomben besorgen. Goronen laufen hier rum. Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Das müsste jetzt aber der Laden sein. Der Laden? Und warum ist das dicke Kind hier auf den Plakaten drauf? Was ist hier los? Ich bin verwirrt. Marumarkt in Kagariko. Hey! Du hast doch keine Selbstbedienung hier! Das sind sehr wertvolle Waren. Wenn du etwas davon brauchst, bezahl auch dafür. Ich habe diesen bankrotten Laden hier übernommen. Du sollst auch etwas kaufen. Es kommt schließlich allen hier in Kagariko zugute. Was hast denn du so da? Rotes Elixier, Holzschild und den Hylia-Schild. Eingeschränkte Verfügbarkeit, wenn du ihn jetzt nicht kaufst, tut es dir später vielleicht leid. Ja, den Hylia-Schild, den will ich haben. Ist ja klar und na gut, ich hätte, wir sind im Geschäft. Du hältst den Hylia-Schild. Drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er ist aus Eisen und hält auch den Flammenstand. Ja, finde ich nice. Ein Held kann ich zwar nicht werden, aber immerhin gebe ich den Laden in meinem Laden. Ne, gebe ich den Leuten in meinem Laden was, was sie wirklich brauchen. Dir auch noch viel Erfolg und so. Alles klar, Maro. Ich glaube, das Baby hieß Maro. Stimmt, Maro. Der andere heißt Taro. Ilia und die beiden anderen. Die. Naja, egal. Jo, Priester, alles fit. Dieses Dorf ist in kurzer Zeit viel durchgegangen. Oder dieses Dorf hat in kurzer Zeit viel durchgemacht. Aber jetzt kehrt langsam das Lachen in die Gesichter der Bewohner zurück. Auch Taro geht es endlich wieder besser. Er war ja wegen der Sache mit Colin sehr niedergeschlagen. Ich wollte ihm helfen, aber er ist ganz allein zu diesem Wachposten gegangen. Geh doch mal zu ihm. Er ist meist auf dem Wachposten hoch über den Dächern von Burns Bombodrom. Ja, also vielleicht ist es ja eine Nebenquest oder so. Schauen wir mal vorbei. Vielen Dank, dass du unser Oberhaupt und die kostbare Mine gerettet hast. Wir haben den Menschen in diesem Dorf viel Ärger gemacht, da müssen wir jetzt besonders nett sein. Wenn du auf meinen Rücken steigst, steuere ich dich bis zu heißen Quellen am Hotel. Hey, cool. Das ist also so ein kleiner Teleporter. Nicht schlecht. Ich würde jetzt einmal eigentlich mit Burns Bombodrom reinschauen. Endlich kann ich wieder in die Mine. Da habe ich gleich für Burns ein paar Rohstoffe zur Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie wohl schon wieder zum Verkauf an. Du sollst die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Also, wenn du das Dach vom Laden hoch willst, schleudere ich dich hoch. Wie wär's? Erstmal nicht. Ich will eigentlich nur bei Burns vorbeischauen. Aber trotzdem, danke, Bro. Ich muss, wie gesagt, zu Taro jetzt, ne? Ja, ich muss jetzt zu Taro. So, Burns. Außerdem brauche ich noch ein paar Bomben. Anele. Oh, hallo, da wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte. Wird bald wieder mehr geben. Sehe ich auf jeden Fall in aller Ruhe um. So, 10 Bomben klingt gar nicht mal so schlecht. Will ich auf jeden Fall haben. Ich habe gerade für 120 Rubine eine prall mit Bomben gefüllte Tasche als Premium-Packung. Sag ich nicht nein. Rubine sind da, um auszugeben zu werden. Und deine exquisiten Bomben nehme ich gerne an. Wenn du Bomben in Kombination mit Pfeilen verwendest, kannst du mit Bombenpfeilen weit entfernte Ziele erreichen. Ich schicke dir demnächst mal einen Brief, da findest du alles genau beschrieben. Oh, super. Du hältst eine Bombentasche voller Bomben. Mache eine Bombe mit Y. Okay. Und dann können wir sie auch ablegen. Ich habe rund um die geöffnet. Komm, wieder, wann immer du willst. Das ist super. Ja, das ist echt nicht schlecht. Ich meine, ich habe jetzt Bomben. Ich habe jetzt ein neues Schild. Also, wir sind zum Kampf gewappnet, würde ich sagen, ne? Und zwar bestens gewappnet. So, ich muss einfach mal bei Taro vorbeischauen, wurde mir ja gesagt. Das heißt, schleudere uns doch mal bitte aufs Dach, Bro. Ach stimmt, wir müssen auf seinen Rücken klettern und... Perfekt. So, wo ist jetzt der Kleine? Der ist am Wachposten, wurde gesagt, ne? Der Wachposten war... Das ist Burns Bombodrom. Ich glaube, der war hier oben irgendwo. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
kommt denn der Gorone hier hoch? Alter, wie kommst du hier hoch? Ach, da ist die heiße Quelle. Ach, da wollt ihr uns hinschießen. Ah. Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute haben hier wohl einiges durchgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und am Todesberg zu bewahren. Willst du dich oben mal umschauen? Tolle Landschaft da, dann steig auf meinen Rücken. Okay. Was meint ihr denn mit da oben? Ach, auf den Turm selbst? Oh ja, Tatsache. Klar, schießen Sie mal nochmal hoch. Ich habe das jetzt gerade leider nicht mitbekommen, wie ich mich positionieren muss, aber jetzt weiß ich Bescheid. So, jetzt aber. Nice. So, und wie gesagt, ich sollte ja bei Taro mal vorbeischauen, ob es ihm denn wirklich gut geht. Und Taro ist hier oben? Jupp, da ist er. Hey Taro, was geht ab, kleiner Mann? Regi, ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Regi. Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Ja, klar. Ja, super. Da vor der Quelle steht Maro. Geh am besten zu ihm und zeig's mir von dort aus, ja? Okay. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? In Ordnung habe ich dich noch nie mit Pfeil und Bogen gesehen. Naja, egal. Versuch erstmal das da zu treffen. Okay, nicht leichter als das. Na schön, das war natürlich viel zu einfach. Wer wär's damit? Wie viele Versuche habe ich denn dann? Nicht viele, ne? Aber. Geschafft. Hey! Hier oben! Als letztes versucht. Nee, als letztes versucht das hier zu treffen. Boah, ich muss das Ding da oben treffen. Nice. Wahnsinn, getroffen, du hast getroffen. Danke, Regi. Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Natürlich habe ich das. Nimm das hier. Und dann erhalten wir ein Herzteil. Du hältst ein Herzteil. Sammel drei weitere und du erhältst dafür ein zusätzliches Herz. Tja, hat sich doch gelohnt, mit Taro zu reden. So, da hinten ist Epona. Mit Epona müssten wir jetzt eigentlich, laut Karte... das ist die Mini-Karte. Ich will aber die große Karte haben. Wir müssen jetzt... Wait. Da oben hin, glaube ich. Das heißt, wir rennen hier oben hoch. Okay. Das klingt ganz in Ordnung. Ich möchte jetzt aber noch ein weiteres Herzteil abholen. Wenn wir schon mal dabei sind. Und das müsste sich... In der Nähe befinden. Eigentlich nicht. Es ist da beim Öltypen. Wisst ihr noch, wo wir die Öllampe bekommen haben? Die Laterne. Da befindet sie sich. Hallo Egi, ich habe Post für dich. Ich habe hier drei Briefe für dich. Drei Stück. Okay, drei Briefe ist viel. Also das wäre erledigt. Und ab die Post. Drei Briefe? Zum Teufel nochmal. Warum so viele? Ich muss noch mal ein bisschen lesen hier. Tante, okay. Ich freue mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben eine frohe Zeit miteinander verbracht. Hä? Sicher, dass es das war? Stimmt, das ist doch mal das hier. Das ist, glaube ich, derselbe. Ja. Sogar mein Liebling hat seit langer Zeit mal wieder gelächelt. Ich bin jetzt so dankverpflichtet. Aber die Tante und ihr Liebling reisen weiter. Die Welt ist groß. Und es gibt viel zu entdecken für uns Kreaturen wie, oder für Kreaturen wie uns. Wenn auch du noch eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann einmal wieder. Mein Liebling und ich, wir würden uns beide sehr freuen. Also bis dann, die Tante. Okay, dann noch Maron oder Maros Laden. Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anschauen kostet nichts, aber nur der zahlende Kunde wird bei uns zum König. Ja, ich glaube, das Item habe ich. Das ist nämlich der Schild. Und Burns Bomben drum. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir sind sicher, die Qualität von Burns Bomben wird auch Sie überzeugen. Bitte beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen mit Hilfe von ZL als Bombenpfeile verwendet werden können. Wir sind sicher, auch diese Einsatzmöglichkeit für Burns Bomben wird Sie überzeugen. Das muss ich mir merken. Die Bombenpfeile fand ich damals immer ziemlich stark. Aber das sind einfach so mal so Pfeile mit der Durchschlagskraft von Bomben. Hallo? Besser geht's nicht. Hey, wait, was ist das denn? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Also,
Meinen wachsamen Augen entgeht hier nichts. Ich hoffe, nur Epona bekommt davon nichts ab. Ay, caramba. Meinen wachsamen Augen entgeht, wie gesagt, nichts. So, was sagt die Minikarte hier? Nicht allzu viel. Lampe. Zack, okay. Dann begeben wir uns doch mal hier rein. Wow. What is going on here? Ich hoffe nur, ich habe genug Öl dabei. Oder genug Licht für alle. Ah, könnte knapp werden. Ah, eventuell schaffe ich das nicht. Mit dem verbleibenden Öl, was ich hier habe. Aber ich werde trotzdem mal versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Könnte ein Herzteil sein, was wir hier bekommen können. Boah, das geht echt tief rein hier. Laut Karte. Ah. Okay. Okay, was ist das denn? Ein Herzteil wäre super. Nur ein Rubin. Das ist nicht das, was ich hier erwartet habe. Aber es gibt noch mehr hier zu entdecken. Und zwar hier rechts zum Beispiel. Schauen wir uns doch hier einfach nochmal genauer um. Ja, ich rush jetzt hier am besten sogar mal durch. Links oder rechts? Ah, ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Eins, zwei. Und dann spawnt hier eine Truhe. Das ist super. Das könnte hingegen ein Herzteil sein. So, rein. Herzteil? Perfekt! Ich wusste es doch. Guck mal, Leute, habe ich jetzt schon eine Menge Herzteile gefunden hier. So, es geht noch weiter. Ein Geist. Okay, das ist nicht gut. Weg damit. Der wird aggressiv bei Licht. Okay. Aber immerhin haben wir das Herzteil gefunden. Das war, glaube ich, so ziemlich das Wichtigste. Ja, ich habe sogar den richtigen Weg auf, hier instant gefunden. Ich glaube, besser hätte es nicht sein können. Okay. Dann ist, glaube ich, die Höhle hier schon fast fertig. Ah, warte mal, hier links gibt es noch einen Eingang. Der klingt aber auch nach Dead End. Also nach Sackgasse. Und zwar hier. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier geht es auch noch tiefer rein. Ich meine, ich bezweifle, dass hier was wirklich Krasses gibt, aber... Da fliegt wieder was. Schleim! Ich kann den hier... Was? Ich kann den in Glas füllen. Probieren wir das nochmal aus. Nein! Verdrückt! Ah! Oh nein, jetzt habe ich dich verdrückt! Ah, es ist ärgerlich. Das Lampenöl. Gelbe Schleimgelee. Verwendet. Ich kann es als Lampenöl verwenden. Oh, okay. Probieren wir mal. Klappt ja echt! Not bad! Gelbes Schleimgelee, merken wir uns. So, dann können wir noch hier lang. Das ist auch wieder eine Truhe. Aber das sollten wahrscheinlich wieder nur Rubine sein. Aber selbst Rubine, ich meine, wir haben jetzt eine Menge ausgegeben für Bomben, also die Bombentasche, für... Was war da noch? Für den Schild. Das heißt, selbst Rubine können wir jetzt immer noch gebrauchen. Nee, es ist ein Stempel. Ja, der ist auch nicht schlecht. Na, was mache ich denn da? Oh Mann. Eine Bombe umsonst verschwendet. Feels bad, man. So, Minikarte sagt, wir sind durch. Ja, yep, wir sind durch mit dieser Höhle. Ja, deswegen, manchmal muss man auch auf den Ebenen von Hyrule die Augen aufhalten. Denn so etwas entgeht vielen Leuten ganz leicht. Aber nicht mir, dem Fänger. So, weiter geht's. Ich wollte jetzt nämlich an diese eine Stelle, die wir noch erkunden müssen. Und da gibt's, glaube ich, auch wieder ein Herzteil.
Wenn ich die Herzteile jetzt alle schon abschließen kann, warum nicht? Ich hoffe noch nicht, nein. So, ich schalte hier extra nochmal an der Wand die Augen auf. Ob es hier vielleicht irgendetwas gibt, was wir benötigen könnten. Aber sieht erstmal nicht so aus. Später, bei Bedarf, gucken wir uns das Ganze natürlich nochmal genauer an. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, ob wir das noch irgendwie benötigen. Also Stand jetzt. So, hier wollte ich jetzt absteigen. Zack. Das meine ich ja, Leute. Hier kann ich nämlich noch den Weg bestimmt aufsprengen. Der führt uns dann zu einer Truhe. Und die Truhe müsste eigentlich, glaube ich, ein Herzteil beinhalten. Oh, was ist das denn? Nicht? Okay. Nee. Ich komme hier noch nicht rein. Ich brauche hier noch ein Item. Ich weiß nicht welches Item, aber ich brauche hier noch ein Item. Sad Face. Ich komme hier noch nicht rein. Nee, leider nicht. Ich komme nicht an das Item ran. Naja, völlig umsonst hier hingerusht. Aber jetzt bin ich zumindest schlauer. Aber wisst ihr was, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gebt dem Video noch einen Daumen hoch. Wir haben heute Herzteile gefunden. Wir haben uns mit neuem Equipment bedient. Und in der nächsten Episode gehen wir halt ins neue Gebiet und schauen uns dann an, was wir dort für den Lichtgeist tun können. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben ist gerne gesehen. Und ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Rie.